Na, was ist denn hier los? Hallo! Ach, Papi, er ist da. Kann ja nichts mehr schief gehen. Die freut sich wieder da zu sein. PC hält noch gut durch. Es läuft alles perfekt. Stream ist im grünen Bereich. Ich bin erleichtert. Ach, da ist, glaube ich, die Galli. So, wo ist die Galli? Geradeaus links. Ja, eine Galli und noch eine andere Galli, glaube ich. Zwei Gallis. Eieiei, ich will mich ja in Ruhe lassen. Ich weiß nicht, ob das ein Skelettschiff ist oder ein Spielerschiff. Ich glaube, das eine ist ein Skelettschiff. Hm. Wunderbar, ja. Ja klar, hocke gerade im ersten Stock am Dachfenster und genieße meinen Kaffee in der Sonne. Geil, Alter. Das ist genau richtig. Das haben wir letzte Woche auch gemacht. Frühstück schön auf der Dachterrasse. Das sind die Vorzüge, wenn man schon leiden muss im Sommer, gell? Mhm. Wir haben uns jetzt. Ich war wieder mal für den Balkon shoppen. Meine beste Hälfte tut mir da jetzt schon leid. Also, ich habe jetzt 300 Euro ausgegeben für eine Garnitur auf dem Balkon. Mit einer 1,48 mal. Ich weiß nicht wie viel Meter. Also, knapp 2 Meter mal 3 Meter so ungefähr. Das ist eine Sitzbank. Eine Und ein Klapptisch, den du vorne dran machen, also hinstellen kannst, den du, wenn du Platz brauchst für Wäsche oder so, kannst du den zusammenklappen. Wo ich brauche, dich zum Schöpfen kannst du. Cool, könnte man noch schaffen. Na, und dann habe ich mir ein Hochbeet gekauft, das ist mein Liebster. Und dann gibt es ja für den Balkon hast du ja solche Blumenkästen, die du auf dem Balkon stellen kannst, sodass du links und rechts bepflanzen kannst, solche Blumenkästen. Ja. Davon habe ich mir 2 gekauft. Oh, ich muss sagen, ich bin schon wieder fleißig am Verschönern des Balkoniens. Ich habe kein Holz mehr. Keine Kugel mehr. No! No! Bam! Oh, ich glaube, ich brauche dich. Ja. Wir laufen sonst. Oh no! Kannst du schöpfen kommen? Ja, komme. Ja. 8 Löcher oder sowas. Uiuiui. Ah, geht schon, geht schon. Das geht. Wenn nicht, das kann man machen. Aua, nein, das ist nicht gerecht. Ich von hinten vorhin. Also im Spiel. Schöppen. Ja. Schöppen. Komm her. Easy. So. Dann machen wir noch die 10 Löcher hier oben zu. Dann sollen wir doch hier neu. Und sonst, Papa Bär, wie war deine Woche? Wie war euer Kleiner so drauf? Ich hoffe, ganz entspannt. Hol mal die Supplies dahin. Ja, gehen wir früh. Kannst du die Ruhe noch reparieren? Aber ansonsten alles gut, gemütliche Spieler, genau. Woche war stressig, aber es ist ja Wochenende, Gott sei Dank. Noch. Bei uns ist immer alles gut. So die einzige Mutter wird arbeiten hier nicht. Damn, it's good. Seems good. Genau. Streamst du heute auch noch? Committer Spieler? Bist du heute auch noch am Streamen Finden oder heute ja nicht so? Loot! Ja, Supply. Oh. Kriegt sie? Hat sie. Jawoll, super. Ja. Jetzt fahre ich uns mal so, weiter. Gehen wir mit in die Reihe. Wir sind ja gerade hier gleich am Bauen der Reihe. Wie machen wir? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 blaue Kisten. Nee. Mit der Spiele bist du einer der wenigen, der vielen eigentlich, der jetzt gerade Pollen-Alarm hat. Ich habe jetzt oben da, wo die Karte ist, habe ich jetzt eine Kiste hingepackt mit Holz. Aha, okay, unten super. Packe ich jetzt noch eine hin, hier hinten, wo man gleich zugreifen kann. Mhm. Perfekt. Ja, wir auch keine Kugel mehr drin, oh, das war ich. Oh, jetzt brennt's gleich, genau.
Warte, ich lese gleich. Ich lese gleich. Momento. Ich will die Karte nicht haben, Junge. Korrigiere. Das Schaden haben wir jetzt abbekommen. Ja, du bist schon dran, sehr gut. Unten ist ein bisschen Wasser, aber es passt schon. Jawoll. Du streamst schon lange nicht mehr. Mit dem Deppert GTA 5 Roleplay habe ich mir meine Zuschauer verjagt. Echt jetzt? Als ich dann was anderes gespielt habe, war halt eine Sammel da. Ja, stimmt, das war jetzt dann die. Oh, irgendwas knarzt hier. Ja, ja, danke. Ich habe hier nur irgendwie einen Schwanker drin. Das ist mir gerade ein bisschen so. Es gab halt noch nicht viel zu essen. Es gab halt nur eine schnelle Cornflakes-Schüssel. Eine schnelle Cornflakes-Schüssel? Aber wirklich schnelle, weil ich habe noch vorher gestrichen. Mhm. Ich habe nämlich ein Pflanzgefühl gehabt, damit ich meine Blümchen machen kann. Und den gab es aber leider nicht mehr im Weiß, da war schon ausverkauft. Ja, und jetzt bin ich gerade dabei, den zu lackieren in Weiß. Und Wetterfeste. Ich hänge hier fest. Hm. Wetterfeste Farbe. Dann muss ich den jetzt zweimal bestreichen. Nicht hängen hier. Ach, lass mich doch alle in Ruhe. Warum schießt du denn alle? Herrgott. Ich muss mir auch nicht aufpassen. Oh. Nein, bitte. Ich werde hier nicht fertig. Das war's schon. Das war der Boss. Ich werde hier nicht fertig in dem Moment, aber fertig. Passt schon, wir haben eh keine Feinde jetzt mehr. Was haben wir nicht mehr? Wir haben jetzt eh keine Feinde mehr. Wir haben die Dings, die Welle besiegt. Juhu! Ich dachte nicht, dass es der Dings, dass es der Flameheart ist. Das war der Flameheart. Und jetzt müsste der Boss. Oh, da hinten liegt noch eine Menge Loot. Na ja, dann holen wir uns gleich. So, das kann ich lesen. Meine Woche war sehr ruhig, aber gestern war der harte Tag gewesen. Gestern Eichen gefällt, 12 Stück und mein Schwert von der Säge. Was von der Säge zerschrottet? Von der Säge zerschrottet wahrscheinlich. Aber Ersatz bei gehabt und fast noch einen Unfall gemacht. Fast in der Hand gesägt, aber nichts passiert. Huiuiuiui. Junge, das ist ja actionreich bei dir gewesen gestern zum Samstag. Herrgott. Ja, mein Samstag. Wie war denn mein Samstag? Meine war gestern mega gechillt. Ich weiß gar nicht mehr, was ich gestern gemacht habe. Gestern nicht mehr? Nix hat's gemacht. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es echt nicht. Doch, ich war gestern früh. Christian hat ja Bereitschaft. Gestern früh wollte ich eigentlich. Kater, hock dich hin. Mach ich vom Abnehmen? Ja, yes. Genau. Ich sehe jetzt gerade eh nichts, weil der Kater gerade vor mir ist. So. Der sucht gerade irgendwas, was er mit dem er spielen kann. Meistens beißt er dann in irgendwas, in ein Mikrofon oder sowas. So. Und da bin ich gestern früh los, bei halb 9 Uhr rum, kam in der Stadt an, eine Viertelstunde später. Herr Schatz, kommst du wieder zurück? Ich muss was bereiten. Nein. Gut, sag gehen Bescheid, bitte anziehen, wir fahren los. Alles klar, heime gefahren, nachdem ich dort angekommen war, fahren wir heime. Gehen geschnappt, wird er dorthin gefahren, einkaufen gewesen, weil ich ja Geschenkkörbe fertig mache selber, die ich ja weiterverkaufe. Dann gibt es jetzt ein Geschenkkorb für meine beste Freundin. Oh, Level 4. Was war das? Na, dann waren wir halt gestern einkaufen, Philipp. Mama, wie lange brauchst du denn noch? So viel ich, wenn ich fertig bin. Einkaufen ist mir meine Jungs nicht. Und die braucht er immer eben. So, das war der letzte. Einen schönen, haben wir schon um 12 durch? Ja, einen schönen Sonntag wünsche ich dir, Herr sie hat heute einen Sprachfehler. Riesel Bro 9. Sprachfehler hat sie irgendwie jeden Sonntag. Wart ihr gestern Flotte fahren? Nee, gestern war ich noch nicht am PC. Also doch war ich, um zu starten, mal zu gucken, wie er läuft. Ich habe gestern Rocket League gespielt mit den Jungs. Ich habe mich mal eben gemütet. Also mit meinem großen Jungen und. Das Schlimme ist, du wusstest es vorher. Also mit Erwachsenen, ne? Verstehe ich. Weil die Leute wollten dann natürlich deinen Content sehen. Und
Die Alten waren ja nicht mehr da. Und wenn du dann kein GTA mehr streamst, dann ist praktisch keiner mehr da von der Base. Und die GTAler erwarten nur den Content. Man wird echt verwöhnt. Auf einmal hast du 50 bis 60 Zuschauer. Hey, die wollen alle dieses Meta-Roleplay sehen, weil sie dürfen zwar nichts sagen, gell? Aber sie wollen halt sehen, wer was sonst noch streamt. Und dann gehen halt Zuschauer von anderen Kanälen zu dir rein, gell? Die schon im Chat warten, bis das Stream anfängt. Das ist halt schon. Das ist aber echt krass. War schon geil, da hätte ich das hätte ich so nie erfahren können. Ja, auf jeden Fall. Das ist halt so eine eingeschworene Gemeinschaft, die kennt sich meistens. Und dann bist du da auf einmal mittendrin. Das ist schon natürlich schon cool und nimmst da praktisch die Userbase mit. Wie gesagt, den Clip musst du dir anschauen, der ist echt lustig, vielleicht auch lustig für deinen Stream. Ich kann den gleich nachher mal reinschmeißen. Gerne. Was? Lustigen Content. Oder was wolltest du reinschmeißen in den Stream? Papa Bär, der hat mir irgendwas geschickt. Oh, okay. Ich muss mir ganz kurz muten, ne? Weil ich nur kurz auf die Story eingehen wollte zu GTA 5 vom Computerspieler. Es ist ein TikTok-Video. Ein TikTok-Video? Oh nein! Warte, ich schmeiß den mal ganz kurz rein. So modern sind wir noch nicht bei uns. So, mal gucken, mit was der das jetzt. Ach so, stimmt, wir haben ja noch die eine Dings-Quest, die eine Fisch-Quest. Lass mal gucken, wo wir hin müssen. Ich mach mal den mal kurzzeitig noch mit rein. Was macht denn der Mast? Der Mast schaut gut aus, okay. Ah, da ist Lagerkiste, okay. Dann mal gucken, wo wollten wir denn hin? Da, nach Steven's Boils, in den Süden müssen wir gleich runter. So. Wir gucken mal, was dabei rauskommt. Okay. Ihr seht bis jetzt nur weißen Bildschirm, es tut mir leid. Also war nicht alles schlecht daran. Hab sogar mal einen Host mit 1080 Zuschauern bekommen. What the fuck? 1080 Zuschauer-Host. Computerspieler hat einen Host über dieses GTA 5 Roleplay. Wenn ich will das sehen. Ach so, hier. So. Warte mal, kriegt man das größer? Ich weiß es nicht. Ich müde mich mir ganz kurz. Moment. So, jetzt ab. Du hast einen Host von 1080 Zuschauern bekommen. Das ist natürlich was. Boah, das vergisst man nicht so schnell. Das ist ja mega. Das ist echt Hammer. Ja, wie gesagt, die kommen halt nur wegen dem Spiel und nicht wegen der Unterhaltung, die man liefert. Genau. Die wollen nur die Person an sich kennenlernen von dem Roleplay. Und das Metagaming sehen. Und nicht dich als Streamer, genau. Da brauchst du ein riesen Ego, dass das einen nicht runterzieht. Hatte ich wohl damals nicht. Ich. Kann es nicht nachvollziehen, weil ich hab's noch nicht gehabt. Also. Schon interessant. Also ich mache ja gar kein Roleplay. Ich schaue da ab und zu mal zu, gell, und ich find's cool. Ich folge ja dem Herberg Live. Der Herberg Live, der wirst seine Dings gleich wieder. Sein Charakter Larken. Der Polizist Larken, den kennst du bestimmt auch. Oh nein! Fass! Scheiße! Aha, Schießpulver was. Mist. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Und den Larken habe ich dann auch schon oft zugeschaut. Das ist dann auch so, dass er den jeder kennt und die das Metagaming halt sehr stark ist. Die Leute schauen in verschiedene Chats rein, kennen sich. Das ist schon ganz interessant. Und bei dir war es ja bestimmt auch so, da sind dann auch dauernd Leute reinkommen von anderen Streams. Und ja, du musst halt in der Community sein. Das ist praktisch wie so eine Metal-Community. Wenn du nicht drin bist, dann hast du halt nichts. Dann bist du nicht dabei. Also von daher kann ich schon ein bisschen zumindest ansatzweise nachvollziehen. Dann ist auf einmal die ganze Userbase weg. Weil du irgendwas anderes streamst, wie zum Beispiel irgendein Adventure zum Beispiel, ja, Deponia. Dann fehlt natürlich. Dann fehlt den Leuten dieser Content. Zu dem Host muss ich allerdings sagen, das war nach circa 10 Minuten keiner mehr von den Gehosteten. Das kenne ich aber auch. Wenn so ein fetter Host reinkommt, bei mir ist fett 80 oder 100 Zuschauer, das ist für mich fett. wenn das reinkommt, dann ist meistens von den Leuten bloß noch 10% oder 5% da.
Und nach einer halben Stunde ist dann sowieso, dann sind glaube ich alle weg. Außer sind irgendwelche Leute, die AFK sind. Habe ich zumindest nach dem Stream dann so in der Statistik gesehen, ja genau. So sind es die Alten mit das Leid. Frei nach Friedel Fesel, der hat das damals auch, glaube ich, gespielt. Genau, das habe ich damals in der Schule noch gelernt, in der Grundschule. Also waren es die Alten mit das Leid. Ich glaube, das hat sogar der Friedel Fesel dann damals nachgesungen. 80 bis 100 ist eh schon krass. Da geht die Pumpe schon, auf jeden Fall. Du hast da gewisse, so einen gewissen Druck, dass du da was liefern musst. So, jetzt war ich kurz gemutet. Ah! Genau, sorry. ich fahre mal nach Süden weiter, damit wir zu Steven's Boils kommen. Ach, wir sind bei Deckertuf hier wieder. Deckertuf, genau. Guten da sind Morgen. Wir wieder. Ich hatte hier doch, da ist der Fisch. Der Fisch, der Fisch. Der Fisch, der Blum, 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 Blum. Ich glaube, ich kann gleich meine Rolle wieder rummachen, dann sieht er mich in voller Pracht wieder. Oh, super. Das verrückte Lütchen im Sonnenschein. Eine leichte Unentspanntheit macht sich da auf einmal breit, ich weiß. Ja, genau, wenn du einen fetten Host bekommst, ist dann schon, bist dann schon aufgeregt. Ah, was sagst du jetzt? Ah, was kannst du jetzt noch machen für die Zuschauer? Ich geh mal kurz bei dir stöbern. Bei mir? Hm? Wo stöberst du denn? Beim Computerspieler. Ach so. Ah, sehr cool. Oh, der spielt Final Fantasy. Echt? Final Fantasy spielst du Computerspieler? Haben wir nicht gesehen bei dir. Nee, war da was drin. Oh, da kommt der Megalodon. Final Fantasy. Ach, den machen wir doch schnell, oder? Die Megalodon. Aber die natürlich. Mit Vergnügen, ja. Das ist sehr gut. Das wollte ich hören. Heute sagt sie nicht nein, heute sagt sie nur noch ja. Sehr gut. Versteht das gut, meine ich. Wo schon? Ja. Links ist er. Ich hab das Schiff so ausgerichtet, dass er dauernd nachfährt. Keine Kugeln mehr. Oh Mann, ich hab welche! Aua. Nein! Ich bin vom Tschüss, Lydia! Ich geh mal ausschöpfen. Nicht geh so mal schlimm. Aufstoppen. Genau, aufstoppen. Und das, und Brett lege ich auch noch dran. Herr Hänsel, Schatz, bist du noch online im Chat? Wenn ja, ich bräuchte noch mal bitte einen neuen Kaffee. Das war super lieb von dir, mein Engel. Bitte, bitte, bitte. Bitte, 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 bitte. Oh, da kommt er wieder. Dich krieg ich. Bam. Oh, der war geil. Was? Aber wie sie es angestellt hat. Boah, der war cool. Der Golden Shot. Genau in die direkt Fresse. Vor der Nase. Young, on the way. Dankeschön. Der war mal cool, hä? Oh, aber wir knacken. Ich hab mich festgepackt. Ich kann mich nicht bewegen. Nein. Ich hab mich festgepackt. Ich auch. Nein. Scheiße. Ich kann nicht ausschöpfen. Was ist dies? Scheiße. Kacke. Ich komme nicht runter. Du auch nicht, gell? Nee. Ich komme nicht runter. Nee. Jetzt? Nee, immer noch nicht. Ich komme immer noch nicht. Jetzt geht's. Ach. Puh. Ach, bestimmt, weil der Fisch da drin war. Ja. Die Leiche vom Schiff. Ach, vom Fisch. Warte, ich denke meine Tasse leer und dann darfst du mir mal bitte, wenn du mir kannst, melden. Und bräuchte einmal bitte nur einen Kaffee. Dankeschön, mein Engel. Ja, bitte auf meiner Maschine. Apropos, ich hab noch. Du nimmst zwei Kapseln und drückst dann auf das vorletzte.
Ich habe noch Kaffee von gestern. Von Geimersheim, von Edeka. Lecker. Ah, wir haben gestern eine kleine Geocaching-Tour gemacht bei dem schönen Wetter.